Sind wir Leute, am Schluss steht man hier fast mit leeren Händen. Leider nur ein Punkt, ja, für das Schlusszeichen gegen HC Sierre. Im Penaltyschiessen ist man noch unterlegen. Die Möglichkeiten wären da gewesen, um das Ganze vorher zu erledigen. Wie ist die Gefühlslage so bei dir, so kurz nach dem Match? Ja, natürlich schade. 2-1 in Führung bekommen wir in der letzten Minute den Ausgleich. Auch im letzten Drittel überstehen wir noch 4 Minuten Unterzahl. Es wäre eigentlich alles ready gewesen für den Sieg. Und dann, ja, scheiße, also bringen wir nicht heim. Ja. Man sagt immer so ein bisschen, den berühmten Todesstoss zu versetzen. Das ist definitiv nicht gelungen. Du hast gesagt, man hat die Überzahl von 4 Minuten eigentlich überstanden vorne. Und dann wäre eigentlich alles angerichtet gewesen, um zurückzuschlagen. Ist noch nicht gelungen. Im zweiten Drittel hat man super Möglichkeiten gehabt. Ja, was hat gefällt heute? Ja, schwierig zu sagen. Ja, Goal haben wir 2 gemacht. Mir dachte eben, es hätte nachher echt so lange, weil wir haben ab dem zweiten, dritten, mit dachte, haben wir sie recht gut im Griff gehabt. Vielleicht zwar selber auch nicht so viel rausgespielt mehr oder eben das dritte nicht können machen, aber wir haben das Gefühl, wir haben das Spiel recht gut im Griff. Und ja, es ist einfach schade, dass es nicht gelangt. Sierre hat in dem Interview vorhin gesagt, sie hätten eher Glückliche gewonnen. Also ist eigentlich wirklich, muss man die Fehler eigentlich heute, oder muss man sich heute selber an der Nase nehmen, dass man da heute eigentlich eben, Anführungsschlusszeichen, nur einen Punkt geholt hat? Ja, sicher. Ich meine, Goal, den wir bekommen, zuerst schon so vor Banden weggespickt. Das zweite haben wir so ein bisschen Kommunikationsproblem gehabt. Ich habe den Stock verloren, zu wenig schnell einen Stock bekommen vom Stürmer und er hat schon gecashert. Und ja, es sind kleine Sachen, die nerven sicher auf. Jetzt ist es so, ja. Muss man nach heute Abend wieder sagen, wir müssen wieder einfach die kleinen Sachen auf Richtung machen? Ja, genau. Ich glaube, es war eine recht gute kämpferische Leistung gewesen, aber es war noch nicht unser perfektes Spiel gewesen. Da können wir schon noch etwas rausholen, sicher, ja. Der IHC Olten auf Radio Insight.